Die vier wichtigsten Versicherungen für dein Auto erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Heute geht es um den Mann oder auch der Frau's liebster Stück, das Auto. So, diesem Video gebe ich dir die vier wichtigsten Versicherungen durch. Ich habe jetzt nur drei angezeigt, erkläre dir nachher auch warum. Legen wir los. Erste wichtigste Versicherung bei der Autoversicherung ist die Haftpflichtversicherung. Nun, grundsätzlich ist es einfach so, die ist A mal obligatorisch, B bekommst du keine Schilder und C auch kein Fahrzeugausweis, wenn du keine Autohaftpflichtversicherung hast. Die kannst du eigentlich überall abschließen, das ist gar kein Problem, die ist auch standardisiert. Sobald du die abgeschlossen hast, schickt die Versicherung entsprechend einen elektronischen Nachweis an das Straßenverkehrsamt und die sehen das dann im Computer, machen für dich den Fahrzeugausweis ready und die Nummernschilder und los kann es gehen. Punkt Nummer 2, die Kaskoversicherung. Ich verlinke dir hier oben mal das Video zum Thema Autoversicherung. Ich erkläre Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko, was ist der Unterschied. In diesem Video erkläre ich kurz Teil- und Vollkasko. Im Grundsatz Teilkasko hat einfach die entsprechenden Gefahren gedeckt. Vollkasko ist einfach, wenn du noch selbst verschuldest einen Unfall machst. Hier ob Voll- oder Teilkasko macht ein bisschen oder stellt sich ein bisschen die Frage, einerseits, wie viel ist dir das Auto wert? Wie alt ist es? Wie ist dein Fahrverhalten? Dann kann man abschätzen, Voll- oder Teilkasko. Und, was auch noch wichtig ist, sobald du in der Regel ein Leasing abschließt, wird von der Leasinggesellschaft eigentlich erwartet, dass man eine Vollkaskoversicherung abschließt. Falls du das Auto direkt kaufst oder auf Abzahlung nimmst, geht natürlich auch Teilkasko. Je nach den Kriterien, die ich dir aufgezählt habe. Punkt Nummer 3, die Grobfahrlässigkeit. Kurz zur Erklärung, was ist Grobfahrlässigkeit? Grobfahrlässig wäre, wenn ich heute Abend zu meinem Freund gehe, ich gehe, sagen wir, zwei Bier trinken, fahre nach mit meinem Auto noch nach Hause und es passiert ein Unfall. Ich habe grobfahrlässig gehandelt, weil ich mit zwei Bier intus im Blut, Alkohol, auf die Straße ging und entsprechend einen Unfall verursacht habe. Sofern ich hier die Grobfahrlässigkeit nicht eingeschlossen habe bei der Autoversicherung, könnte die Versicherung sagen, Herr Jetzer, Sie haben grobfahrlässig gehandelt, wir zahlen Ihnen diesen Schadenfall nicht. Darum immer wichtig, Grobfahrlässigkeit einschließen bei der Haftpflicht, so auch wie im Kaskobereich, dann hast du hier keine Probleme. Gib dir aber nicht den Freiheitsfahrschein, dass du jetzt mit 2 Promille voll Bier noch ins Auto steigen kannst, nach Hause fahren kannst und alles kaputt wälzen und die Versicherung zahlt es dir dann. Nein, nein, natürlich nicht. Es macht einfach die Sachen, die man vielleicht nicht gerade sofort überlegt, sind dann mit versichert, die dann passieren können, weil das Risiko erhöht wird. Darum, grobfahrlässig immer rein. Bei easyinsurance.ch machen wir das eigentlich immer rein. Und sonst würde ich das mal bei deiner Versicherungspolice beim Auto unbedingt checken. Punkt Nummer 4. Und darum habe ich eigentlich vorher auch irgendwie etwa drei Finger gezeigt, weil das sind drei Punkte, die ich darunter habe. Einerseits die Insassenversicherung. Heißt, wenn du also beispielsweise Familie hast, Kinder, Frau oder Freundin oder Arbeitskollege, und ihr fährt öfters zusammen Auto. Du fährst und hast Insassen dabei. Oder deine Mutter, Schwiegereltern, whatever. Wenn etwas ihnen passiert, kannst du diese Insassenversicherung abschließen. Das heißt, falls etwas passiert, einerseits Todesfall, erhalten die Hinterbliebenen eine Todesfallauszahlung. Oder wenn du invalid bist, aufgrund von einem Unfall, den ich jetzt verursache, du bist beim Beifahrer, erhältst du sogenannte Invaliditätskapitalsauszahlung, die dir dann hilft, entsprechende Sachen zu lösen, die dann anstehen. Macht unter Umständen Sinn, kommt aber auch hier wieder ganz klar auf dein Bedürfnis als Autolenker oder Halter drauf an. Dann die Assistenzversicherung. Assistenz ist vor allem wichtig, wenn du
im Ausland fährst, passiert dir dort etwas, würde es sich empfehlen, dass du diese Assistenzversicherung entsprechend einschließt. Dann kannst du dort deine Autoversicherung anrufen und die lösen alles für dich vor Ort. Einfach hier aufgepasst, meistens ist es nur EU-EFTA-Staaten plus noch ein paar Staaten mehr. Sobald du aus EU- und Nicht-EFTA-Staaten gehst, ist die Regelung ziemlich individuell bei den Autoversicherungen. Dann der letzte Punkt, die Pannenhilfe. Hier auch mein Tipp, check mal zuerst, ob du TCS, ACS, Kreditkarte, irgendeine Pannenhilfedeckung hast. Wenn nicht, unbedingt einschließen bei der Autoversicherung, weil sie ist in der Regel sehr günstig. Plus du hast einfach eine Telefonnummer, wo du nur anrufen musst und nicht noch 17.000 andere Nummern. Rufst dort an, hast eine Panne, die beauftragen jemand in der Nähe oder sogar den TCS, kommen vorbei, lösen das Problem. Du musst nichts zahlen, Problem gelöst, Auto funktioniert, wird wieder abgeschleppt. Who knows? Aber es funktioniert und es kostet nicht so viel, als wenn du eine separate Mitgliedschaft für die Pannenhilfe machst. So, das waren also diese vier Tipps für die wichtigsten Versicherungen beim Auto. Wenn dir das Video gefällt, bitte liken, teilen, feedbacken, weiterempfehlen, würde mich sehr freuen. Hast du noch Tipps und Tricks zu diesem Video, bitte unbedingt kommentieren. In diesem Sinne, wenn du es noch nicht bist, sei easyinsurance.ch, drive safe und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.